So, für die Leute, die schon da sind, ich werde schon mal in die Lobby gehen. Ich werde jetzt erstmal meine normale Quest machen. Ja, meine normale Farm. So, das bedeutet, wenn Zatian dann kommt, dann sind wir dann auch wieder zu dritt, weil der Kai ist schon soweit ready. Und dann können wir mit dem normalen Hof weitermachen. Ich gehe aber im Harmoniehof, der mich übers Wochenende unterhalten hat. Habe ich Freitag, als es... Ja, am Samstag habe ich dann angefangen, glaube ich. Hab ein bisschen gespielt. Muss mal gucken. Ja, ein bisschen Kohle. Läuft ganz gut. Wir haben Herbst. Genau. So, super. Oh ja, geil. Kürbis. Wunderbar. Ich muss mich eigentlich noch mal ein bisschen daran machen, meine Farm ein wenig... Wie heißt es? Meine Farm ein wenig richtig zu gestalten. Aber es läuft ganz gut. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Warum bin ich mit der Ali so gut befreundet? Hinterfragen wir das mal bitte nicht. Obwohl ich eigentlich viel lieber die Abigail mag. Eigentlich voll steil bei der Abigail. Emily ist eigentlich auch eine ganz dufte. Lea, warum Linus 3 Herzen? Weil er viele Aufgaben hatte, die einfach für mich so leicht machbar waren, dass ich die eigentlich im Vorbeigehen mal schnell eben aus meinem Arsch ziehen konnte. Und dann waren die innerhalb von Sekunden weg. Von daher kein Problem. Yo, Marco, was geht? Von daher, ja, es ist immer schwierig, so ein bisschen abzuwägen, wer was mag. Ah, ich habe jetzt nur einen Kürbis, ne? Da fehlt noch ein Kürbis. Super. Wer will? Lobby ist ready. Kann gerne mit mir mitquatschen. Ja. Wenn der Zatian dabei ist. Er hat schon wieder geschrieben. Ich will jetzt gerne mal, dass ich mal im Gemeinschaftshaus auch ein bisschen weiterkomme. Deswegen, also Fakt ist, Saltian hat geschrieben, wir müssen theoretisch nicht wirklich auf ihn warten. Aber wir sind unsere Gemeinschaftsfarm ist eine Viererfarm. Das bedeutet, ich will da eigentlich ungerne Bienenhaus. Geil. Ich will ungerne nur mit zwei Leuten auf einer Viererfarm aufbauen, weil einfach auch die Beziehungen nicht... Weil die Beziehungen sich auch so ein bisschen abbauen mit der Zeit. Von daher finde ich das einfach nicht fair. Den anderen gegenüber. Der Sabak hat ja geschrieben, dass er nicht kann. Das ist schade. Aber wenn wir zu dritt sind, dann könnten wir die Viererfarm weiterspielen. Kaufe Seetang einmal zum dreifachen Preis. Pam, super. Seetang habe ich ja mehr als genug. Von daher passt das schon. Sekunde... Also, ich muss ganz ehrlich sagen, beim Streaming, wenn du mit einem PC, nur mit einem PC streamst, dann habe ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass selbst drei Monitore ein bisschen klein sind. Naja. Achso, ich muss ja noch gießen. Habe ich ja ganz vergessen. Wunderbar. Die gießen sich automatisch. Das ist super. Aktuell ist es so, dass ich hier gut weit bin. Ich weiß noch nicht, wo ich das Bienenhaus aufstellen möchte. Oh nein, vergessen. Hier. Hast du Wasser, mein? Meinen Hund habe ich Diego genannt. Hier. Für die Leute, die fragen. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Achso, Seetang. So, hier haben wir das Muschelzeug, hier haben wir die Fische, hier haben wir das Essen. Seetang müsste hier in der Esstruhe sein. So, das geben wir der Pam. Köder habe ich genug. Das bedeutet,
Ja, stecken wir mal den Müll hier rein. Kriegst irgendwann, wenn du mit Angeln gut genug, genug dabei bist, kannst du dir so Recycle-Maschinen holen und kannst den Müll reinstecken. Woher habe ich den ganzen Müll? Den habe ich aus Krabbenfallen, die ich mir auch, gekauft habe. Das bedeutet, so richtig angle ich nicht. Ich muss jetzt zu Pam. Staubgeister, ja komm, da kann der Zauberer mich mal am Arsch lecken, die habe ich noch nicht gesehen. Judy, wenn du Kinder kriegst, lässt du deinen alten Lebensstil zurück, das stimmt. Bitteschön. Ja, ich bin hier ein kleiner Womanizer. Erstmal bei den Damen im Dingsbums. Oh, eine Schnecke, lecker. Keine Ahnung, ich habe noch nie Schnecken gegessen. Hallo Ladies. Oh, Harley. Oh, schön. Ich weiß nicht, wie die Dingsbums. Schock für mich, danke dir. Bitteschön, das war meine letzte Edelwicke. Die Sommerblumen haben mir so den Arsch gerettet mit den Beziehungen. So, du kriegst von mir. Bitteschön. Ah, das war jetzt. Sie hat sich so ein bisschen drüber gefreut, aber nicht so viel. Harvey hat 5 Herzen. Okay, jetzt gehe ich mal zu Abigail. Die sagt immer nämlich, wenn ich dir so eine Blume schenke, dann sagt, jo, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Und da denke ich mir so, Alter, schiebst du dir da eine Sommerblume in die Kehle? Ein kleiner Schluck Specht, das Mädchen. So, wo sind die Pam? Die müsste doch zu Hause sein. Bitteschön. Oh, also hast du meinen Gesuch gesehen. Die Notiz sieht perfekt aus. Mal sehen, hier ist dein Geld. Alles klar. Die arme Penny. Eigentlich müsste ich ja hier die Penny heiraten, damit die aus diesem Wohnwagen rauskommt. Weil das ist schon ein bisschen traurig. Vor allem ist die Pam die ganze Zeit nur am Saufen. Das ist nicht fein, das ist nicht nett. Ist jetzt die Frage, was mag dann die Abigail? Die kann mit einem Joystick umgehen. Das passt schon, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich rede da mit dir. Ich rede da mit dir. Die Abigail mag Kürbisse. Ich weiß noch nicht, wie sie zu Brombeeren oder Schnecken steht. Aber wer weiß. Vielleicht schiebt sich auch eine Schnecke in die Kehle. Warte, das hört sich falsch an. Na gut. Kriegt die Maro auch was? Oh, das für mich? Ich werde es einfach... Oh, scheiße. War nicht so geil. Okay. Warte mal, ich kann doch hier überall rein, ne? Mit Demetrius habe ich 2 Herzen, aber nicht mit der Robin. Weißt du was? Hier. Was zum... Das ist... Ups, Salah. grüß dich, Niki. Hallöchen. Ja. So, wollen wir mal gucken, wann wir unsere Together-Farm weitermachen. Ich habe immer noch so einen leichten Brand in der Kehle. Ich glaube, ich habe mir gestern echt was weggeholt. Ah, zu lange am offenen Fenster, zu viel gequatscht, zu viel aufgenommen. Oh, da ist sie, Abigail. Oh ja, hier. Oh, geil. Hier, ihr Mädchen. Was soll ich damit anfangen? Essen. Was soll ich heute tun? Mit meinem Joystick spielen. Ich denke drüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Wie wäre es mit einem krassen Pink? Du bist immer für einen Lacher gut. Ach, komm schon. So eine Emo-Tante ist doch ganz nett. Mit so verschiedenen Haarfarben. Die fragt mich immer so ein bisschen, wenn ich sage, ja, deine Haare sind so gut, wie sie sind. Dann kommt so dieses Augenrollen. Ja, klar. Und deswegen sage ich einfach, wie wäre es mit einem krassen Pink? Hallo Harley, Baby. Na, was machst du denn heute Abend? Hm? Ich war noch nie im Wald. Es ist matschig und ich könnte Blasen an den Füßen bekommen. Haha, könntest du mal woanders da Blasen mähen? Nein. Wir sind ein jugendfreundlicher Stream. Wir sind kinderfreundlich. Natürlich meine ich nur Flöte und Trompete. Manche auch die Posaune. So, wir haben jetzt Stein und Kohle. Fackel und Kohle ist eigentlich nicht schlecht. Ich werde hier jetzt auch ein bisschen Kupfer herstellen.
Weil ich habe nämlich dieses Umwandlungsgedöns bekommen. Umwandeln, FE. Da kann ich 3 Kupferbarren in Eisenbarren umwandeln. Das ist eigentlich ganz cool. Somit kann ich meine Werkzeuge ein bisschen verbessern. Ja. Jetzt will ich schon mal kurz in die Höhle gucken. Der Demetrius hat ja dort Sachen aufgestellt. Aber da habe ich scheinbar erst schon wieder abgeerntet. So. Was interessant ist, ich habe mehr als genug Heu. Von daher sollte ich vielleicht mir doch mal ein paar Tiere hier anlegen, weil hier wuchert alles wieder voll. Das ging im Sommer ging das so ratzfatz. Da habe ich mir gedacht, willst du mich verarschen? Aber meine Farm sieht echt aus wie Sau aktuell, weil ich immer noch nicht wirklich sicher bin, wo was hin soll. Das mit dem Kupfer geht schnell. So, warte mal, Kupferbarren hier unten hin. Das ist eigentlich ganz cool. Dann kann ich nämlich gleich mal was abgeben. Holz habe ich mehr als genug. Steine habe ich auch ein paar. Weißt du was? Ich mache mir jetzt einfach mal einen kleinen Steinweg. Ich habe gesagt, Steinweg, ihr Lümmel. Da, hier. Ich habe hier was gesehen. So aus dem Augenwinkel raus. Na, Lehm. Naja, ist nicht so. Ist nicht so super. Ach nee, komm, ich mach das nur, wenn ich es brauche. So, mache ich hier den Weg mal. Na komm, die benutze ich mal. Warum nicht? Und dann würde ich gerne ein Ich mache einen Holzzaun, weil Holz habe ich ja mehr als genug. Und dann sollte das eigentlich passen. Holztor. So, Mais, du hast mir viel gebracht, aber du musst leider gehen. Ich würde sagen, ich hätte gerne ein bisschen Platz noch neben dem Haus. Der Bienentopf ist da jetzt auch falsch. Dann würde ich nämlich so, warte mal. Das hätte ich gerne frei erstmal. Dann hätte ich hier nämlich gerne. Warte mal. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist eigentlich ganz gut. 1, 2, 3, 4, 5. Warte mal, ich hätte gern hier. Ich habe da so ein. Ich bin da, was das angeht, ein bisschen Gaga im Kopf, aber es muss bei mir fest sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das bedeutet, das kommt hier hin. Oder 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Die Breite habe ich schon mal. Ist hier jetzt die Frage. Okay. Ist jetzt nur die Frage, ob ich das vielleicht offen lasse oder ob ich da ein Tor reinmache. Auf der anderen Seite würde ich es schon gerne. Warte mal, ich habe jetzt hier 10 Breite. Weißt du was? Ich mache das alles noch mal 1 breiter. Dann habe ich hier nämlich in der Mitte noch 1 frei.
Mhm. Das ist super. Das stelle ich erstmal hier hin. Ich weiß, das sollte man nicht machen, weil ich kein Heu davon kriege. Aber es ist okay. Jetzt würde ich gerne mal gucken. Ich würde gerne Holzweg draus machen, dass wir mal ein bisschen Variation hier drin haben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist okay. Will ich hier vielleicht noch Vogelscheuche hinstellen? Dafür brauche ich Fasern. Ich würde hier... Ich glaube, hier lasse ich eine Vogelscheuche stehen. Hier. So, warte mal. Jetzt muss ich das mal gucken. Jo. Nee, ich mach das anders. Ich mach das so wie hier auf der rechten Seite. So ist das, glaube ich, besser. Obwohl, wenn ich das hier so einstelle, dann habe ich ein bisschen Variation. Warum eigentlich nicht? Es muss ja nicht immer gerade sein. So kann man das machen. Dann kommt hier die Vogelscheuche hin, das ist ganz gut. Und vielleicht mache ich hier nochmal einen Holzweg hin. So, das müsste jetzt reichen. Dann mache ich hier... Mache ich so hin. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Wunderbar. Ich gehe auch gleich ins Bett. Willkommen zurück. Ich weiß nicht. Sieht alles so ein bisschen komisch aus. Ist aber okay. Ja, mache ich mir morgen Gedanken. So, was hast du mir gesagt? Ich hab eine Krähe verjagt. Oh, das ist super. Jetzt machst du super, Vogelscheuchchen. Ja, für so ein kleines Feldbett ist es eigentlich gar nicht verkehrt. So, ich kann normalen Sprinkler herstellen. Okay, die wachsen automatisch. Oh, super. Haben wir wieder was für die Abi, geil. Die kriegt von mir den goldenen Kürbis. Ist eigentlich ganz gut. Wunderbar. Das ist meine private Farm, weil der Zartian sich noch ein bisschen, braucht. Und ich persönlich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn wir auf einer Drei-Mann-Farm mit zwei Leuten da weiterspielen. Da möchte ich mindestens mal mehr als 50% dabei haben. Das bedeutet, wir haben eine Farm, eine Gemeinschaftsfarm mit vier Leuten. Und wenn ich die weiterspielen soll, müssen aber mindestens drei Leute da sein. Der Kai wäre mit dabei. Der Satyon auch, der braucht noch ein bisschen. Und dann machen wir auch dort weiter. Aber nur mit zwei Leuten finde ich das nicht in Ordnung. Sascha, dieses Rezept hat mir den ersten Platz in einem Kochwettbewerb gewonnen. Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, dass du ein Freund von mir bist. Jodi, joch. Das ist super. Wunderbar, ich brauche unbedingt eine Küche. Die Jodi. Hey, grüß dich, Pommes. Hallo Sascha, ich wollte dich nur an Stardew Valley Volkfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Levis. Das ist super. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen wieder was platzieren, dass ich ein bisschen Platz habe insgesamt.
eigentlich nicht schlecht. Es läuft eigentlich ganz gut. Ich hoffe, dass ich morgen mehr noch mehr finde. Weißt du was? Warum mache ich denn nicht einfach eine neue Truhe? Ich Vollidiot. So, das rüber. Hier eine neue Truhe. Ich muss sowieso zwei Truhen bauen. Dann würde ich sagen, hier machen wir eine Esstruhe hin. Die wird grün. Hellgrün. Und dann kommt einfach hier das ganze Zeug rein. Die Kürbisse, ja, kann auch alles weg. Ungemahlener Reis, das kann alles erstmal rein. Wunderbar, obwohl, das behalte ich mal für die Abi. Und dann kann ich einfach ein bisschen rumtraden. Nicht in den Müll. Wunderbar. Nach Jahreszeit. Ah, ich finde, das muss dann doch nicht so viel sein. Obwohl, ich werde mich kennen, wenn ich jetzt richtig anfange, dort aufzuräumen und mich mal wirklich um meine Farm kümmere, sodass es mal aufgeräumt ist und nicht einfach nur durch die Gegend pimmeln ist. Dann werde ich mir einen Schuppen holen und werde von jedem Scheiß mindestens eine Truhe bauen. Weil ich kenne mich. Das ist einfach so. Ich weiß nicht. So bin ich einfach. Und so, erstmal die Truhe voll. Aber aktuell reicht es eigentlich so, wie es jetzt ist. Da muss ich ein bisschen langsam tun. Super. Also wenn es an mir gehen würde, würde ein Bereich komplett voll, einen Schuppen voller Truhen stehen und für jede einzelne Sache würde es einen kompletten, eine komplette Sache geben. Vor allem Baumaterialien, weil hier Holz bist du ganz schnell bei 999. Jo, warte mal. Ist ganz gut. Jetzt könnte ich eigentlich meine... Ah, Spitzhacke oder Axt? Eigentlich Axt, dann kann ich nämlich auch mal in den Wald. So, jetzt muss ich nur gucken. Ja, das musst du machen. Slaximus. Das musst du mal machen. Der Zation hat mich auf seine privaten... War das Zation? Ich glaube, der Zation. Mit dem ich übrigens aktuell Journey to a Savage Planet zusammen Let's Player. Gestern hat mich das bei dieser Blob-Hotline einfach so aus dem Konzept gebracht, dass ich nicht mehr aufnehmen konnte. Sonst hätten wir mehr als drei Parts da rausgehauen. Ich konnte einfach nicht mehr. So, ja, ich weiß nicht, dieses Blob-Love-Hotline. Dieses Spiel ist einfach... Bitte nicht. So, die Frage ist, wo ist das Volksfest? Ich habe den Strand schon lange nicht mehr abgegrast. Nehme ich einfach mal mit. Ist eigentlich ganz gut. Da kann ich nämlich ganz viele Dingsbums finden. Ich kann natürlich neunmal Müll reinstecken und irgendwie, ja, toll Müll farmen. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja ein gutes, Bild machen. Sonst ist die Abigail nachher verschreckt, will mich nicht heiraten und dann muss ich die Harley nehmen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich in der Harley so ein bisschen getäuscht, was das angeht. Ich habe ja jetzt zwei Herz-Events von ihr mitgemacht. Und da muss ich sagen, so von außen her, so neutral betrachtet, ist die Harley vielleicht so eine, wo man wirklich was auftischen muss bei ihr. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wenn ich mir da die Herz-Events von der Harley betrachte, ist die doch gar nicht so anspruchsvoll. Ich finde es nur ein bisschen traurig, dass man... Bitteschön, Lea.
Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass man, was heißt schade? Ich finde es halt lustig, dass du der richtig patzige Antworten geben kannst. Super, Kürbis mag die auch. Das ist ganz gut. Weil das erste Herz-Event war ganz lustig. Da hat sie sich mit der Emily gestritten, so nach dem Motto, wer sauber machen soll. Da musste ich zweimal neu laden, weil ich da zweimal falsche Antworten gegeben habe. Ich habe einfach gesagt, Harley, jetzt heul nicht rum, mach's einfach. Das hat ihr gar nicht gefallen. Die zweite Antwort, Emily, mach's Richtige. Tu das Richtige, mach du diesmal sauber, hat dir auch nicht so gefallen. Und als ich dann gesagt habe, sieh es einfach als deinen wöchentlichen Job an, da war sie ganz glücklich. Beim zweiten Event war die Alte echt zu blöd, ein Glas aufzumachen. Und dann habe ich das Glas aufgemacht, dann war sie voll happy. Es fühlt sich so ein bisschen amerikanisch an. Ich brauche 9 Gegenstände. Mit einem Stern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. Perfekt. So, was haben wir denn hier? Fisch. Okay, hier kommt das ganze Baumaterial rein. Ja, sehr gut, Diego. Also eine Recycle-Maschine hätte ich auch gerne. Würde ich nicht so viel Müll machen. So, na, der Abigail muss ich noch einen Kürbis geben. Das finde ich toll. Oh, Abigail, wo bist du nur? Da gehe ich steil, liebe Abigail. Oh yeah, mit deinem dunklen Haar. Bist du mein Pornostar? Oh yeah. Hey Abi, du bist eine Zicki. Wenn ich deinen Namen höre, macht's im Kopf mir Klicki. Hey Abby, warum machst du mich so an? Warum quälst du kleine Kinder und hast Freude daran? Yeah. Warte mal. Warum denke ich das so falsch? Ich denke immer, die Abigail wäre die Tochter von der Robin. Dabei... Ach Mann, dabei ist das die Tochter von Pierre. Von Pierre und von der Carolyn. Heute ist Montag. Okay, das bedeutet, hier ist was los. Die Frage ist nur, wo ist die? Lea, alle, was geht ab? Piu! Ich hatte heute einen riesigen Teller voll wilder Pilze und Eier zum Frühstück. Ich bin immer noch satt. Alter, Pilze und Eier, du lässt dir gut gehen, Mädchen. Ihr weiß, wie man lebt. So, spielt sie mit dem Joystick rum? Nein. Mehr Events hatte ich halt leider nicht. Bei der Emily habe ich immer so das Gefühl, die raucht zu viel. Die hat sich ein paar Pilze von der Lea gegönnt. Nur hat die nicht gekocht. Und bei der Abigail, ich glaube, die ist so eine kleine Stubenhockerin. Dabei läuft die ziemlich viel draußen herum eigentlich. Emily! Ich hol was für dich! Kommst her! Achso, ich habe dir schon 2 Geschenke gegeben. Okay, ich vergesse das immer. Bei der Mani bin ich immer nur noch bei einem Herz, ne? Ach, Kacke. Mani ist so... Ich habe so das Gefühl, bei der Mani ein zweites Herz zu kriegen, das ist ultra anstrengend. Auf der Together Farm haben wir das ja hingekriegt, aber es hat richtig gedauert. Die Frage ist nur, warum sind die Shorts vom Bürgermeister bei der Mani im Schlafzimmer? Und warum soll ich schweigen? Kürbis! Bitteschön. So, jetzt will ich aber ein zweites Herz haben, Mutti. Ich will in dein Schlafzimmer. Hey, Judy! Willst du mir mal einen Gefallen tun? In dem Schlafzimmer deiner Mama, da sind blaue Shorts drin. Die sind vom Bürgermeister. Was machen die Shorts vom Bürgermeister denn bei Mami im Zimmer? Das fragst du bitte deine Eltern. Aber ich brauche die unbedingt. Nö.
Ach, Judy, du bist eine richtige Dreckschau. Oh, suchst du nach Tante Mani? Hä, ich dachte, das ist deine... Ich dachte, das ist ihre Tochter. What the... Ist egal. Holly! Ich will dich! Nicht, doch, wer weiß. Oh, das ist ein dummes Geschenk. Ah, ich habe nichts mehr für dich. Es ist eklig, wenn das Laub am Boden ganz glitschig wird. Roll nicht rum. Ich fand's halt voll lustig. Beim letzten Mal ist sie mir entgegengekommen und hat sie gesagt, ah, es ist zu kalt für den Strand, was soll ich denn bloß machen? Und dann hat sie auch wieder drei Antwortmöglichkeiten. Das war eigentlich ganz lustig. Und dann konnte sie ihr sagen, ja, du kannst dich auf die Couch flitzen und ein paar Magazine lesen oder mit Wasserfarben malen. War ganz lustig. Und die dritte Antwort war halt einfach lustig, weil einfach so richtig patzig. Ich kann sie aufhören, so ein Jammerlappen zu sein. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn du das sagst, dann zieht sie dir mindestens drei Herzen ab. Aber ich hatte richtig Lust. Ich muss mir mal einen Kalender holen. Ich vergesse immer auf den Kalender zu gucken. Morgen ist das Blumenfest. Das ist super. Hier hängt nichts aus. Kuhvergnügen. Ah, Amaranth. So, Amaranth ist ja... Hey, oh, Pia, kannst du mal bitte an deinen Laden? Ja gut, hör zu. Die Herbstzeit ist hier. Im Winter wachsen keine Pflanzen. Also ist das die letzte Chance bis zum Frühling. Hau also ordentlich rein. Ja, super. Und ich habe jetzt angefangen, mir ein schönes Feld abzuernten. Und wir haben schon die Hälfte des Herbstes. Ach, Kacke. Ah, Schitte, Schitte, Schitte. Elektro-Titte. Bitte, Brigitte. Ich habe noch keine Energie vergeudet. Das ist ein bisschen schwach. Aber ich habe neun Sachen, die ich auf meinem Stand repräsentieren kann. Das ist ganz gut. Ah, ich wollte zu Clint. Ich wollte ihm meine Axt geben. Ach. Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, komm, privat, krallst dir mal die Harley. Je nachdem, es wird ein bisschen interessant gerade, weil die Edelwicken habe ich jetzt allen Bräuten gegeben. Jetzt habe ich nichts mehr, was ich denen geben kann. Ja, vielleicht normale Blumen. Mit Blumen gewinnst du immer das Herz einer Lady. Einer Lady, nicht einer Schlampe. Merkt euch das. Warum sind die Blumen in der Esstruhe? Was habe ich mir dabei gedacht? Habe ich überhaupt damals gedacht? Ich bin nicht sicher, ob die Löwenzahn mögen. Ich könnte natürlich im Internet nachgucken, aber das wäre ein bisschen langweilig. Na, vielleicht könnt ihr das für mich machen. Ihr könnt das ja machen. Weißt du was? Wenn ich den Farn nehme, Stein und Holz, dann kann ich mir eine eigene noch eine Vogelscheuche machen. Und dann sollte das gehen. So, dann stelle ich die hier hin. Wunderbar. Und dann kann ich eigentlich nochmal Herbstsaat absetzen, aber hier läuft es eigentlich ganz gut. Ah, schade, dass man das nicht umpflanzen kann. Morgen ist das Fest. Das bedeutet... Hinterfragen wir das mal nicht, warum ich da so ein... Ah, ich habe nicht genug Sachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10. Haha, super. Da muss ich nur drauf achten, dass ich auch wirklich das mit den goldenen Stern auf jeden Fall mitnehme. Ich weiß nicht, an wann das, ob das wirklich an sowas bemessen ist oder ob das vielleicht wirklich daran bemessen ist, eher zu gucken, okay, bist du einheitlich, wenn ich jetzt zum Beispiel, die Frage ist, wenn ich jetzt 9 verschiedene Hofgüter mit einem goldenen Stern da reinlegen würde, müsste ich eigentlich eine höhere Wertung kriegen als anders. Als wenn ich jetzt zum Beispiel hier auch mal so einen Fisch oder so reinlege. Das ist immer ein bisschen schwierig gerade abzuschätzen. So, läuft aber ganz gut. So, ich sollte eigentlich eine gute Wertung kriegen. So ist es nicht. Ich muss noch eine andere Truhe umbauen. Ich habe hier nämlich noch eine Saatguttruhe.
Frühlingssaat, Reis. Ja, Frühling ist natürlich super. Ein wenig von allem. Ja, die muss ich jetzt nicht großartig umbauen. Ich würde die Saatguttruhe vielleicht doch hier oben machen. Hier oben hin. Und die machen wir dann mal dunkelgrün. So, Reis, das hier, wunderbar. Die normale Fresstruhe kommt das hier rein. Okay. Ein Kürbis habe ich für die Abigail, aber irgendwie treffe ich die gerade nicht. So, die Frage ist, wo ist dieses komische... Ah, das Fest ist am Marktplatz. Super. Vielleicht finde ich noch was. Ah, super. Wunderbar. Das ist schön, freut mich. Es läuft ganz gut. Ich habe 7 Sachen mit goldenen Sternen. Heutige Veranstaltung wird vorbereitet. Super, alles klar. Da kann ich nicht viel machen. Außer vielleicht doch noch mal ein bisschen. Ich guck mal, ob ich auf meiner Farm noch irgendwas abbauen kann. Steine oder Holz. Ich denke mal, vor 9 Uhr wird das eh nichts hier. Ja, das kann ich alles noch nicht. Dazu habe ich, dazu fehlt mir das Silberzeug, das Stahl. Jo. Ja, wie ich sehe, sind wieder einige mit am Start. Das ist super. Ihr könnt auch gerne in den Chat schreiben, da kann ich ein bisschen mit euch interagieren. Ansonsten ist es ein komplettes Selbstgespräch, was ich hier führe. Volksfest hat begonnen. Das ist gut. Super. Kann man doch gleich was machen. Da habe ich auch ein bisschen was benutzt. Das ist wunderbar. Und ja, wir sind immer noch im ersten Jahr. Aber ich möchte gerne mein Inventar ein bisschen leeren. Vielleicht kann ich auf dem Volksfest ein bisschen was ausgeben. Ein bisschen meinen Geldbeutel schmälern. Ist ja oft bei Volksfesten so. Da geht man ja mit vollem Geldbeutel hin und wenn man es richtig gemacht hat, mit leerem Geldbeutel nach Hause. Ah, das war das. Na gut. So, getrocknete Sonnenblume, Fedora, Sammlervogelscheuche, dafür brauche ich 800. Eddie! Ich habe die ganzen Spiele schon gewonnen. Was jetzt? Zock nochmal. Touristen. Alles klar. Harley, Baby. Warst du schon bei der Wahrsagerin? Sie hat ihren Stand am Friedhof. Aha. Penny, Benny. Was geht, Baby? Ich habe das Glücksrad jetzt schon 10-mal hintereinander gewonnen und der Mann will mich nicht mehr spielen lassen. Boah. So, Jungs. Das sieht doch gut aus. Ich schwöre mich hin und wieder über meinen Job, aber ich bin stolz auf meine Arbeit. So, erstmal mit dem Bürgermeister quatschen. Nun, Sascha, heute ist der große Tag. Unser wichtigstes Fest im ganzen Jahr, das Sterntaler Volksfest. Falls du bei der Bauernhofschau mitmachen willst, habe ich dir einen Stand freigelassen. Wenn du alles vorbereitet hast, dann lass es mich wissen, damit wir mit der Bewertung anfangen können. Super. Ich will aber erst nochmal auf jeden Fall spielen. Das da... Das kommt nach oben. Das kommt auch nach oben. Ist der Finger oben, wird man dich loben. Natürlich erstmal... Kann ich das 2-mal ablegen? Tatsache. Ich weiß nur nicht, ob das Sinn macht, Sachen 2-mal abzulassen. Könntest du ja mal in den Chat schreiben gerade. Weil dann kann ich nämlich hier versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Ob es wirklich Sinn macht, eine Sache mit
zwei Sachen. Klar, natürlich. Kannst auch in die Lobby rein. Unwahrscheinlich, unterschiedlich ist besser. Alles klar. Dann kommt das raus. Das habe ich schon. So, jetzt muss ich nur gucken. Also ich habe Fisch und Muscheln habe ich drin. Das ist ganz gut. Ich setze da noch eine silberne Pflaume rein. Das sollte gehen. Das ist mein Hof. Ja, das ist mein Hof. Das ist mein Hof. Ist ja Privathof. Da passt das schon. Ich will hier alles noch mal ein bisschen reinsetzen. Die Wahrsagerin. Was sagt die denn? Du und Harley, ihr gehört zusammen. Wahrsagen, 100er. Ah, in der Tat. Ich sehe dich in einem Zimmer. Wie du eine Konversation mit einem Mann führst. Oh, es ist Linus. Ihr beide scheint enge Freunde zu sein. Interessant. Ich sehe dich und Harley zusammen auf einem Hof arbeiten. Du scheinst sehr zufrieden mit etwas zu sein. Die Kristallkugel hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was jetzt. Denk dran, die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt. Alles klar. Ja. Harley und arbeiten auf meinem Hof. Obwohl, bei Harvest Moon ist es ja, die ist ja auch die Blonde, die sagt, ich finde arbeitende Männer sexy. Und ja, wer weiß das schon, vielleicht. Ich kann mir die Harley so gut vorstellen. Das ist so eine Art, so wie so eine Cheerleaderin. Die, mit der bist du zusammen, weil sie halt relativ früh, recht frühreif ist und ziemlich geil ist, ne? Und halt auch mal jeden randerst, theoretisch. So dieses typische Klischeehafte, blond, Cheerleaderin, Minirock und feuerfrei. Und wenn sie dann im Alter allerdings ist und trotzdem jemanden hat, der sie nicht nur wegen ihrer Schönheit liebt, dann ist es durchaus, dann ist sie durchaus dankbar und hilft auch tatkräftig mit, so schätze ich die Harley ein. Das kann gut sein, dass da so ein Sinneswandel ist. Das hat man ja ziemlich häufig. So. Ja, natürlich will ich mal spielen. Ist klar, ich will hier eine Sammlervogelscheuche, hätte ich gerne. Mein Angelskill ist ja relativ gut. Aber ich finde Angeln hier sauschwierig. Also das finde ich dann bei dem Spiel Sommer in Mara besser. Alles klar. Küssi, komm doch auch vorbei. Ha. Och, komm schon, Müll, ernsthaft. Moin, Sascha. Guten, was geht? Moin, Chat. Ah, es läuft eigentlich ganz gut. Ich kann nicht meckern. Könnte besser laufen. Irgendwie gammel ich so ein bisschen vor mich her, aber dafür sind meine Beziehungen eigentlich alle ganz gut. Fürs erste Jahr. Es war aber auch echt chillig, muss ich sagen. Ich habe echt vergessen, was man mit einem, wie gemütlich man es sich mit einem Laptop einfach machen kann. Ich habe einfach meinen mittleren Monitor abgebaut und den als zweiten Monitor von meinem Laptop genommen und habe einfach Stardew Valley draufgeballert. Es lief gut. Entspannt bei Stardew Valley, Controller in der Hand, einfach im Bett liegend, einpennen. Ist super. Also ich kenne kein entspannteres Spiel als Stardew Valley zum Runterkommen nach einem harten Arbeitstag oder so. Ja, ihn. Also, ja, vielleicht noch Minecraft Oldschool oder so, aber sonst. Es kommt immer drauf an, du kennst halt diese ganzen Entspannungsspiele nicht. Das muss man auch auf der anderen Seite sagen. Das klingt falsch. Ja. Ja, ich meine, ich mag halt Farming-Spiele generell. Farm Together. Ich habe Dayland gespielt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen oder geguckt hast. Ja, ich habe Sommer in Mara läuft aktuell sehr gut. Und das sind alles so Spiele, wo man echt entspannt eigentlich. Vor allem Sommer in Mara gefällt mir sehr. So, wie viele Punkte habe ich denn jetzt? 72. Hol dir doch mal eine Bewertung vom Bürgermeister ab. Danach ist das Event noch nicht vorbei. Ah, okay. Bin mal gespannt.
Oh, bist du an deiner Aus... Ja, passt schon. Ich habe hier übrigens Dingsbums gewonnen. Die Eiersuche, und deswegen habe ich den Strohhut bekommen. Oh, nice. Da habe ich mit 12 oder 13 Eiern gewonnen. Alter, das ist aber eigentlich viel. Ich habe da wirklich geholt, was ging. Also ich glaube mit 11. Ja, ich bin knapp bei 11. 11 oder 12, ich weiß es nicht mehr ganz. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. Da war ich ganz stolz. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier gewinne. Oh, ich finde das mit den Recycle-Sachen und den Krabben, deine Auslage geht zurück zu Bürgermeister Levis, alles klar. Ich glaube, du machst einen zweiten. Das kann sein. Auf jeden Fall muss ich sagen, diese Krabbenfallen, die du dir da bauen und kaufen kannst, die sind sowas von entspannt. Man muss nur Köder, man muss nur Köder reinstecken und dann kannst du am nächsten Tag wieder abernten. Und wenn du dann halt die Recycle-Maschine hast, das ist eigentlich ganz cool. Da bin ich am überlegen, dass ich den Strand damit vielleicht ein bisschen zupflaster. Ich will auf jeden Fall noch... Ja, habe ich auch gemacht. Allein schon am Strand findest du, ich glaube, zu 4% oder so einen Hummer. Den brauchst du halt allein schon für... Ich habe jetzt alles eingesetzt auf Orange, glaube ich. Nee, da musst du immer grün machen. Da kommt 80% immer grün. Wie gemein ist das denn? Ja, weil das Ding... Ich kenne das Spiel, ich mache da immer alles auf grün. Vorher am Tag gespeichert, ne, alles gezockt und dann bam, bam, bam. Nicht schlecht, du hast den zweiten Platz mit einer Bewertung von 85 erreicht. Dein Preis sind 500 Sternmarken, gib sie nicht alle auf einmal aus und vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln. Oh, super. Oh, muss ich das alles einzeln? Das ist doch doof. Ja. Och, komm schon, ernsthaft. Spiel, please, what are you doing? Also ich habe den ersten immer mit 6 goldenen Kürbissen, einer Batterie, einem Diamanten und irgendeinem Iridiumfisch gemacht. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Also weit bin ich ja noch nicht. Ja, klar. Ja. Von daher, Ich meine, wenn man es weiß, ist es einfach. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, da den ersten Ja, zu ich will. Das Problem ist halt, natürlich kann ich mir das auch alles eingucken. Ja, ich meine, ich bin ja gelernter Fachinformatiker für Systemintegration. Für die Leute, die es noch nicht wissen, ist ja... Dann, das bedeutet, ich kann mir ja die Dinge halt rein, kann mir die Dinger ja reinhämmern. Das ist ja kein Problem. Die ganzen Informationen könnt ihr dann von Anfang an, habe ich aber Dark Souls auch gemacht. Nach dem 500. Mal gestorben, habe ich geheult, was zusammengeschlagen, mich ausgepowert auf im Gym und habe mir dann ein bisschen was reingezogen in der Lore und in der Wiki und ein paar Videos. Und wie ich jetzt einigermaßen das erste Hälfte des Spiels mache, ist schon leicht skilled. Komm, alles auf grün. Komm, alles auf grün. Grün. Alles auf grün. Von daher, aber ich will mir halt auch nicht... Ich muss aber auch sagen... Neu laden. Ey, ist so. Das muss jetzt dreimal klappen, dann kannst du dir alles holen. Ja, geil, der macht's wirklich. Ups. Alles verloren. Ist egal, dann mache ich's einfach. Aber wirklich, dass es 80% grün ist? Ja, ja, ja. Ist wirklich so. Also zumindest kommt es mir so vor, weil ich habe das Event, keine Ahnung, bestimmt 20 Mal gespielt. Es kommt immer grün. Ich noch nicht, ich habe mir das... Außer wenn man natürlich live auf Twitch ist, ne, und der andere Dude am Ende vom Hörer sagt, mach alles auf grün, ne, dann kommt natürlich orange. Ja. Was, Zockerweibchen? 0815, ist das dein? Was, Zockerweibchen? Hi, grüß dich, Zockerweibchen, hallo! Jetzt haben wir doch ziemlich viele weibliche... Oh, Zockerweibchen, ich weiß nicht, ob das wirklich ein weibliche Zuschauer ist. Nicht mit mir verwandt, alles gut. Alles klar, ist... Nicht dein Dingsbums. Aber auf jeden Fall, grüß dich. Und ja, wenn jetzt alle irgendwie... Siehst du, Makoto sagt auch, hier alles auf grün, ne? Klappt meistens. Ja, das kriegen wir hin, entspannen wir uns mal. Im Angeln komme ich eigentlich gerade ganz gut klar. Kussi, komm in Discord. Dürft euch von ihrer Stimme nicht täuschen lassen, die hört sich jünger an, als sie ist. Ich habe auch erst gedacht, ich würde mit einer 12-Jährigen schwätzen. Du bist ja höflich, ey.
Ich bin nicht höflich, ich bin ehrlich. Das ist halt ein Unterschied. Ja, stimmt. Also es gibt gemeine Leute, es gibt Sachen, die sind gemein und es gibt Leute, die immer Honig ums Maul schleimen und sagen, es ist alles gut, alles schön, alles toll. Und es gibt halt Leute, die ehrlich sind. So. Und da musst du halt immer gucken. Eine Sache habe ich bei Menschen gelernt. Die Leute, die dir immer Honig ums Maul schleimen, das sind in der Regel diejenigen, die immer irgendwas von dir haben wollen. Von daher bin ich eher bei Leuten, die ehrlich sind. Freundlich, aber ehrlich. So. Ja, das stimmt. Yeah, Perfektionsbonus. 204 Sternpunkte. Warum 204? Das ist aber richtig viel gerade. So, was hast du gesagt? Grün. Ja. Deswegen, ich mach's eigentlich immer so, ne? Weil wenn du den ersten Platz machst, gewinnst du, glaube ich, 1000 Sternpunkte. Und wenn ich's verkacke, lade ich halt einfach nochmal neu den Tag. Gewonnen! Nice. Machen wir nochmal grün. Ja, wie im Casino, alles auf rot, zack. Ja, mein erster Besuch im Casino war ja relativ überraschend gut. Muss ich sagen. Also ich bin damit 20 Euro rein. Wir haben ja gesagt, okay, wir trinken dafür mindestens 30 Euro Drinks und hauen 20 Euro in die Automaten rein. Ich bin damit knapp 170 Euro rausgegangen. Von daher war natürlich blöd. Danach sind wir nochmal in die Kneipe gegangen beim Lehrgang. Und dann ging natürlich der Abend auf mich. Und dann war von den 175 die Hälfte weg. Jawohl! Das sag ich doch. Grün ist hier das Geheimnis. So, 1331. Schade, warum nicht 1337? Naja, wollen wir mal gucken. Bless RNG in den Chat. Ob's klappt. Ja. Willst du mich verarschen? So, warte mal. Alter! Ich werde jetzt mal ein bisschen was auf Orange setzen. Nicht so viel. Weil das sah nämlich eben so aus, als würde nämlich gleich Orange kommen. Ja, halt, wie viel hast du? Du hast 2200. Ja, ich habe einen 100er auf Orange gesetzt. Achso, ja. Ist wieder was grün. Hätte ich gesagt, hol dir schnell die Sternfrucht. Die Sternfrucht? Ja. Ei, wie viel brauchen wir dann? Insgesamt, um alles zu holen. Ich glaube 3,5 oder so. Das ist doch easy. Guck doch mal, da leg ich gleich nochmal einen 1000er auf grün und dann ist Käse gegessen. Wenn nicht, gehe ich noch ein paar Mal angeln. Es sah eben so aus, weil eben war 12 Uhr grün, dann war ungefähr 3 Uhr nochmal grün. Da habe ich gesagt, okay, dann nochmal grün, okay, vielleicht dann doch orange. Naja. Von daher habe ich spekuliert. Ja, das Land, so Blumentopf und so ein Scheiß brauchst du nicht, das Land. Wenn schon, denn schon. Hallo, no risk, no fun, bitch. Wenn jetzt alles weg ist, dann ist aber der Krampf in der Rosette drin. Grün! Jawoll! Hahaha, wie geil, da gehst du steil, Mädchen. Ja, sag ich doch. 3,5 hast du gesagt, ne? Ja, das langt. Na komm, geh ich nochmal angeln. Was ich hab ich. Ich weiß nicht, ob es wirklich 3,5 sind. Na, Kai weiß das bestimmt. Ne Joja-Cola. Oh, super. Schade, dass man das Zeug nicht behalten kann. Hier der Blonde mit dem Skateboard, der mag dir übrigens die Cola. Ja, der ist interessiert mich aber nicht, der Son Goku für Arme. Ich versuche erstmal bei den Mädels ein bisschen gut Steinebrett zu haben und dann kümmere ich mich um den Rest. Wie gesagt, mir hinterfragen nicht, warum der Linus 3 Herzen bei mir hat. Der hatte eigentlich nur relativ. Na, der Linus hatte Aufgaben für mich, die fast im Vorbeigehen zu machen waren. Ja, ist normal. Mit Linus kommt man relativ schnell und gut zurecht. Und ich glaube, einmal habe ich dem was zu essen gegeben, weil er mir leid getan hat. Das war eigentlich lustig, weil der stand da irgendwie am Fluss und hinter dem lag halt eine Beere. Dann habe ich den weggeschnappt und gesagt, oh, das ist eigentlich scheiße. Und dann habe ich dem halt was anderes zu essen gegeben. Dann habe ich dem Baguette gegeben, was ich im Müll gefunden habe. Fuchs, du.
Oh, der Fisch ist aber jetzt. Der kämpft, der kämpft. Du verkackst einfach nur. Na, ich weiß nicht. Angeln, Angeln hier kann echt grausam sein. Das sind so vielen Spielen unterschiedlich. Das ist schon. Warte mal ab, bis die richtig harten Fische kommen. Ja, wenn ich am Teich angel auf Manis Farm, dann ist vorbei. Also da fange ich nie, da fange ich keinen Hecht. Ich habe da, glaube ich, eins oder zweimal einen Hecht gefangen. Und das bei einer Fiberglasangel mit einem guten Köder. 101 Punkte, das ist okay. 5 Fische gefangen. 181 Perfektbonus. 168 Sternmarken. Das ist okay. 3600 und jetzt alles nochmal auf grün. das Einzige, was ich nicht kann, ist dieses Bogenschießen oder Schleuder. So, was haben wir dann hier? Sternfallfrucht, Nemmer. Die frisst du auch gleich. What? Ist das ein Dauer? Ja, klar. Das ist maximale Energieerweiterung. Ah, dauerhaft? Dauerhaft. Dein Verstand ist voller Gedanken an Gulasch. So, bevor ihr Gehirngulasch da draußen jetzt denkt, ich hätte gecheatet, nein. Das ist das, was du am Anfang eingegeben hast bei der Welterstellung, was du magst. Ah! Cool! Ach so! Ja, ich wollte eigentlich aus Spaß was anderes schreiben, da bin ich ja ganz froh, dass ich nur Gulasch geschrieben habe. Lol. Bei meiner privaten Farm habe ich gesagt, was mag er gerne? Gut, ein junger Kerl, was mag der wohl? Ein paar Bubis. Zum Glück habe ich da Gulasch eingegeben. So. Sammlervogelscheuche, Fedora, Getreide, Sonnenblumen, komm. Passt. So, ausverkauft. Hey, ich habe noch Punkte, was jetzt? Du hast bereits alles im Laden. Och, toll. Alles klar. Jetzt hast du mal einen schnieken Fedora-Hut. Ja, es hat nur die Frage, was bringt der? Nur Kosmetik. Ach so. Ja, aber ich finde den Strud eigentlich cooler. Der passt zum Farmgedöns. Ist halt so. Ich habe eine Sammlervogelscheuche. Doch, Strud als Bauer passt schon. Wir müssen ja für die Harley richtig ranzig aussehen. Die Harley hat übrigens kein R in ihrem Namen. Die heißt Haley. Oh nein, bitte nicht. Geschissen. Haley. Ah, bitte nicht. Ich denke bei dem Namen Haley an ganz andere Sachen. Herr? Ich bin bekennender Freund von American Dad und dem seine Tochter, die so voll die Liberale ist und immer so ihrem Vater einfach so voll die Kifferbraut ist, die heißt halt auch Haley. Haley, wie oft habe ich dir gesagt, ich möchte diesen Kiffermann nicht in meinem Haus haben? Dad! Wie kannst du nur? Dad, Waffen töten Menschen. Stan nimmt einfach mal so eine 9mm, legt sie auf den Tisch. Hier, Waffe, töte sie. Siehst du? Waffen töten nicht Menschen. Menschen töten Menschen. Menschen töten Menschen mit Menschen mit Menschen mit Waffen töten Menschen mit weniger, mit kleineren Waffen. Ich hinterfragen wir das bitte nicht. Ja, okay. Ich liebe es einfach. Getrocknete Sonnenblume, Müll. Oh, mein Haus ist so wieder zugemüllt. Willkommen bei der Messi Farm. So. Ja, kommen wir mal dahin. Ansonsten passt das alles. Ja, gehen wir mal pennen. So. Der Zadion hat gemeint, der braucht noch ein bisschen. Beziehungsweise es sieht generell für heute Abend schlecht aus. Ich habe gespeichert, das bedeutet, der Sluxus will mir unbedingt seine Farm zeigen. Der Sluxus, naja, Mann. Ja, dann hau mal raus. Meine Farm auf der PlayStation ist irgendwie schöner, aber gut. Ich habe. Ja, aber ich weiß nicht, ob es Crossover gibt. Nee, lass mal gut sein. Weil die ganzen neuen Features und so, also. Da gab es ja einen Haufen Updates, seitdem ich das letzte Mal auf dem PC gezockt habe. Du musst mir mal eine Frage beantworten.